שלום עליכם, וירלנן אין המשנה, לאילוי נשמת, רבי יוסף יצחוק, בן הרב החוסיד, רבי יהודה אריה לייב פלוך, זיכרונו לברכה. די משנה איז גוויטמט פר זיין נשומה, דור זיין קינד, מיכאל פלוך. די משנה איז מסכת ברכות, פרק ט', משנה ב', es handelt sich um verschiedene Brachot in verschiedene Situationen, die passieren am Leben. Wir kommen, das kommt in der Kategorie Brachot Shevach ve'Hoda, Lob und Dank. Es gibt Brachot von Mitzvot, es gibt Brachot von Ginus und es gibt Brachot von Dank und Lob. Okay, wir werden lesen in Lashon HaKodesh die Mishnah und dann auf Deutsch und dann erklären. Perek Tet, Mishnah Bet. Al Azikim ve'al Azvaot ve'al Abrakim ve'al Arayamim ve'al Aruchot Omer Baruch Shekocho Gvuratom Ale Olam. על הערים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנערות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים. על הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמיטיב. ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת. Auf Deutsch. Über Kometen, über Erdbeben, über Moment Blitze. Langsam, über Kometen. Was ist Kometen? Kometen ist Shooting Stars. Was ist Shooting Stars? Solche Sterne, die in Mitternacht so wie Feuerwehr, die nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Sternschnupper. Wie? So ein Sternschnupper. Sternschnupper, ja? Sternschnupper, das ist Sikkim. Also es gibt zwei Meinungen, was heißt das? Oder eine Sterne, der sieht aus der Öffne dem Himmel wie eine Pfeil. Pfeil? Ja. Wie eine Pfeil. Oder ein Sterne, der macht so einen Eindruck, dass er hat einen riesigen Schwanz nach ihm. So, okay? Also wie heißt das auf Deutsch? Kometen. Kometen? Kometen, okay. Über Erdbeben. Über Erdbeben, wenn die Erde hat... Bebt. Bebt. Und da ist auch heute zu erwähnen, die große Katastrophe, die passiert in Indonesien, dass uns leid tut, dass so viele Menschen durch diesen... Wenn die Erde plappt. Wenn die Erde plappt oder es gibt Naturkatastrophen, das nennt man Svaot. Weiter. Über Blitze. Über Blitze, Alabrakim. Über Donner und über Sturmwinde. Über Donner und über Sturmwinde. Tornado. Was ist Sturm? Tornado. Sehr gut. Sagt man, gepriesen sei von dessen Kraft und die Erde voll ist. Also ist interessant, Hashem hat auch seine Naturkräfte in dieser Welt, die zuständig zeigen. Die das ist Kocho und Voroto, sein Kraft, sein Macht und sein Gvura, sein Recht und Gerechtigkeit. Was er mit uns tut. Und weil diese Wind kommen so selten. Okay? Ich wollte aber sagen, es gibt heute praktisch nach der Halacha einen großen Unterschied zwischen Donner und Blitz. Auf dem Blitz, was sagt man? Ose, Masse, Bereshit. Und auf der Donner, was sagt man? Shekocho Gvuratom Ale Olam. Es ist interessant, die Zeit von dem Blitz bis der Donner... Ist genau die Zeit von der Bracha. Genau, ist die Zeit von der Bracha. Also, du siehst einen Blitz, sagst du, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Olam, Oseh Maaseh Bereshit, brumm, bum, 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 die Wolken machen so Krach, Wasser über dem anderen, so wird das genannt. Ich bin kein Biologe, aber der Talmud erklärt, dass die Wolken krachen, weil sie übergeben Wasser einer zu dem anderen. Es ist interessant, dass ihr das in die Schule fragt in Physik. Was ist die physische Definition für Donner? Okay? Es interessiert mich, weil unsere Schriften erzählen von Wasser, die übergeben. Ja. Und es ist interessant, wie oft sagt man diese Brache auf... Was? Von starker Hitze. Von starker Hitze? Ja, aber was ist... Das ist die Ursache, aber was ist die Symptom? Was passiert im Himmel?
Was passiert im Himmel, dass dieser Krach kommt? Was geschieht? Okay. Jetzt. Blitz und Donner, wie oft muss man die Bracha sagen? Einmal. Nein, jedes Mal, wenn das Himmel wieder klar wird und dann wieder neue Wolken kommen. Bei jeder Schicht von Wetter. Das heißt, wenn die Wetter war grau, dunkel, und dann plötzlich kam die Sonne, und dann, wieder und dann später wieder neue Gewitter, dann muss man noch einmal die Bracha machen. Weiter. Auf die Berge. Über die Berge. Was heißt über die Berge? Welche Berge? Gefährliche, große. Nein, große, riesige, Alpen. Beeindrucksvolle. Was sind die berühmten großen Berge? Mount Everest. Everest. Die Alpen sind recht. Alpen. Jungfrau. Ja, viele. Taunus. Echt? Ja, also große Berge. Weiter. Also interessant, ich will etwas sagen, was bedeutet Berge, was ist das andere Wort? Gvaot? Über die Hügel. Hügel, also die Kommentare sagen, Meshunim betokef o berochav, venikeret gvurat abore bahem. Die sind besonders in ihren Höhe oder in ihrer Breite oder in ihrer außergewöhnlichen Besonderheit, wo man sieht Gottes Kräfte dran. Es gibt solche Berge, wo man sieht ganz spitz. Es gibt solche Berge, wo man, wo du sagst, wow, wo du siehst, Hashems Kraft von Natur, verstanden? Oder äußerst schön. Genau, also wenn etwas dein Atem so beraubt, dann sagst du, äußerst meister Bereshis. Weiter. Über die Meere, über die Flüsse und über die Wüsten sagt man, gepriesen sei, da das Werk der Schöpfung im Brief gemacht hat. Rabbi Yehuda sagt, wer das... Interessant. Oseh Maaseh Bereshit bedeutet, dass wir wissen, dass diesen Meer oder diese Wüste oder diesen River sind genau so geblieben, sei die Weltschöpfung. Es gibt irgendwo in Ägypten einen bearbeiteten Fluss. Wo hat man schon vergessen, wo ist das? Es gibt irgendwo in Ägypten was? Nein, sie haben etwas gemacht, so eine Turbine zu machen, Strom. Und sie haben bearbeitet den ganzen Fluss, damit soll er sein riesig, aber er ist nicht natürlich von Weltschöpfung. Mhm. Es ist menschliche Arbeit. Arbeit. Oder hier neben dem Flughafen gibt es so verschiedene See, wo hat man gemacht, so durch Waldorf, verschiedene See oder Fluss. Wo es wurde von Menschen gesammelt, um Wasser zum Schwimmen oder zum Baden oder zum Schutz neben Schutz. Ja, also die alle macht man nicht aus dem Maaseh Bereshit. Man macht nur aus dem Maaseh Bereshit, wo man sieht Gottes Natur, die mehr als 5799 Jahre. 79, sorry. Was habe ich gesagt? Genauso alt ist. Ja, die sind von Weltschöpfung, von Bereshis. Das ist genau wie dieser Wochenabschnitt. Oise Maase. Bereshis, das was wurde geschafft beim Bereshis. Das wurde gemacht. Rabbi Yehuda sagt. Moment. Wer also, das? Wie definieren wir die Berge? Äußerst groß, breit, schön oder atemberaubend. Genau. Und wie definiert man Flüsse oder Wüsten oder... Die von Natur her geschaffen wurden. Und wurden nicht... Bearbeitet. Und wurden nicht... erweitert. Verschlechtert. Oder verbessert. Man kann nicht verbessern. Die Menschen machen meistens Balagan. Also langfristig... Ich habe vergessen, wie heißt das in Mitzrayim. Hat man gemacht so einen riesigen Teala, einen riesigen... Fluss. Sei so lieb, guck bitte zwei Sachen. Eins, von was passiert Donner? Und zweitens, in Mitzrayim, in Ägypten, was ist diesen Teala? Was hat man gearbeitet? Okay, wir machen weiter. Rabbi Yehuda sagt,
Wenn einer sieht dem großen Meer, der Okeanus, weißt du, was ist der Okeanus? Der Okeanus. Der Ozean. 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 Was ist er? Wie groß ist er? Ganz groß. Der umarmt die ganze Welt. Lothar Lazuez. Sie haben Nein, guck, irgendeine Turbine. Also hat man gemacht, irgendeine. Vielleicht La Manche. Ich hab vergessen, wie das heißt. Es gibt in Ägypten irgendeine großen Staudarm. Staudarm? Wie heißt das? Weißt du, was ich meine? Gut. Okay, wir machen weiter. Schaut auf die Zeit. Rabbi Judah Omer, Aroe et Hayam HaGadol, wenn einer sieht die große Meer, sagt, Baruch Shasa et Hayam HaGadol. Rabbi Judah sagt, wer das große Meer sieht, sagt, gepriesen sei, der das große Meer gemacht hat. Ja. Jedoch nur dann, wenn er es in größten Zeitabschnitte sieht. Jetzt kommt weiter. Auf Regen. Über den Regen. Über dem Regen. Was heißt über dem Regen? Gewitter. Nein. Normaler Regen ist kein Grund zu bedanken. Weil es ist regelmäßig. Aber was passiert in Westamerika oder in Israel oder in solchen Ländern, wo es gibt manchmal Pain, Schmerzen, Probleme? Bis es Regen kommt. Dore, Bazoret. Ah, die Menschen haben. Nicht regnet. Es regnet nicht. Die Menschen machen sich Sorgen. Sie haben nicht was zu trinken, sie haben nicht was zu baden. Die Erde ist trocken, sie schreit. Was haben die Menschen? Und jetzt kommt plötzlich Regen. Schöne, gesegnete. Talumatar Livracha. Also es kommt eine Segen. Was sagt er? Baruch Atova Metiv. Oder? Neuigkeit. Ah, und, oder? Psorotovot? Neuigkeiten, sagt man. Nur Neuigkeiten? Ja. Das steht Neuigkeiten? Über steht den Regen und über gute Neuigkeiten. Oh, das wollte ich hören. Über gute Neuigkeiten. Über gute Neuigkeiten, sagt man Atova Meti. Was heißt gute Neuigkeiten? Zum Beispiel. Das will ich erklären. Moment, das will ich erklären. Es gibt einen Unterschied. Wie ist die Bracha? Hatov, das ist mir gut geholt, war mit tief zu den anderen. Jetzt, wenn jemand hat gewonnen ein Auto, schönes Auto, welche Bracha sagt er? Die Frage ist, ob er ist ein Single oder der hat Familie. Wenn er ist ein Single, der hat keine Mitspruche. Okay. Der lebt alleine. Ja? Welche Bracha sagt er? Shechian. Er freut sich. Aber niemand hat was davon, dass er hat gewonnen ein Auto. Aber wenn jemand hat Familie und er hat gewonnen ein Familieauto, was sagt er? Hatov? Vametiv. Das heißt, macht Gutes auch für andere. Es ist für mir gut und es ist auch gut für den anderen. Das heißt, es ist immer eine Sache, die gut für mich und es geht auch für den anderen. Wir werden sehen beim nächsten Mishnah, was passiert, wann sagt ein Mensch, ja, aber Psorotova bedeutet gute Nachrichten. Eine gute Arbeit. Das ist selbst für dich und auch für andere. Genau. Dass die anderen haben auch was davon, von dieser Freude. Okay? Okay. Weiter. Bei mir ist es schon nächste. Nein, auf die nicht gute Nachrichten, was steht geschrieben? Und über die böse Nachrichten sagt man, gepriesen sei der wahrhaftige Richter. Okay, das ist nicht so gut, wenn einer hört, keine gute Nachrichten, Chas v'Shalom, wie zum Beispiel jemand ist gestorben. Was sagt er? Baruch Dayana Emet. Interessant, alle Artikel von Neuigkeiten, wenn man will schreiben, meine Nachricht, dass jemand ist geschrieben, was schreibt man dem Titel? Baruch? Baruch Dayana Emet. Was heißt Baruch Dayana Emet? Gesegnet, der wahre Richter. Ja, Hashem ist manchmal ein schwere Richter. Und wir sagen Baruch Dayana Emet. Normalerweise macht man diese Bracha beim Beerdigung. Während dem Schneiden dem Hemd,
macht man die Bracha bei Urdayan Emet. Oder wenn man hört, jemand erzählt, Schmortraut heißt, man hört was nicht Gutes, da sagt man bei Urdayan Emet. Es ist keine gute Nachricht. Ja? Lass uns die Mishnah jetzt zusammenfassen. Wir haben in dieser Mishnah ein paar Sachen. Wir haben Shekochog Vorotoma Leolam, Osema Sebereshit, Atova Ametiv und Dayan Emet. Okay? Lass uns sehen, wann macht man was. Und Shechianu. Shechianu haben wir noch nicht gesprochen in dieser Bracha, in dieser okay. Mishnah. Was passiert, wenn es passiert, was nicht Gutes? Sagt man Dayan Emet. Sehr gut. Was passiert, wenn einer hat eine gute Nachricht für ihn oder für den anderen? Zum Beispiel guter Regen. Atova Ametiv. Was sagt er? Atova Ametiv. Sehr, sehr gut. Was passiert, wenn einer sieht ein riesiger Berg? Ein riesiger Berg auf der Welt. Welche Brecher macht er? Wie heißt das? Yeah. Das ist ein Strom von Fluss gemacht. Wie heißt das? Baruch Osem Maaseh Bereshit. Sehr gut. Was passiert, wenn einer sieht Shooting Star? Welche Sterne muss man extra Brecher mal sagen? Wir haben gegeben zwei Beispiele von Sternen. Sterne, dass er runterfällt und eine, dass wie ein Pfeil, genau, dass er runterfällt und eine Sternschnuppe. Genau. Und was passiert, wenn man sieht diesen Wenn man sieht, wenn man hört Blitz, nein, Blitz hört man nicht. Beim Blitz, was macht man? Nein. Ose? Ose, Maase Bereshit. Sehr gut. Und bei Donner? Shekocho Vorato Leolam. Und was kommt zuerst? Was kommt zuerst, Blitz oder Donner? Der Blitz und danach der Donner. Genau. Das heißt, zuerst sieht man und dann hört man. Sehr gut. Jetzt, was passiert auf die guten Nachrichten? Regen. Was heißt Regen? Bei Plätzen, es kommt selten vor, dass es regnet. Und dann, wenn es kommt endlich Regen, gibt es eine extra Bracha dafür. Das ist eine gute Nachricht. Und wie viel Regen muss es kommen, damit ich diese Bracha mache? Das habe ich noch nicht gesagt. Wenn man sieht unten solche Ballons vom Wasser, wo eine neben dem anderen, so, hast du schon gesehen, manchmal, wenn Wasser kommt auf den Boden. Die Straße macht das so eine Straße. Nein, aber Buochela Matar. Man sieht so, jeden Wasser hat so eine Beule. Okay. So eine, hast du schon gesehen, wenn die Wasser tropfen, es macht so eine Beule. Hast du schon gesehen? Ja. Und manchmal sind viele Beule, ja, das ist das. Wie heißt das? Das gehört zum Nil. Das ist eine Erweiterung vom Nil. Und wie heißt diesen? Aswan. Aswan. Staudamm? Aber das ist nur eine Erweiterung vom Nil. Genau, Aswan. Aswan. Der Aswan ist ein großer Balagan. Wenn man sieht den Aswan, macht man keine Bracha. Der Aswan ist eine Katastrophe. Aber über dem Nil schon? Der Nil ist natürliche Sache. So, ich bin kein Professor. Aber ich weiß, was sagt die Mishnah. Die Mishnah sagt, wenn Sachen wurden von Menschen geändert, macht man nicht Osema Sebereshit. Macht man gar nichts. Wieso? Weil es hat verloren Gottes Erstaunen, es hat verloren Gottes Kraft. Jede Sache, was? Was Gott hat das gemacht, wird er, es ist für... Es ist weniger wichtig, weil er hat es gemacht und es wurde erweitert. Habe ich nicht ganz verstanden. Also das ist wenig wert, wenn Menschen haben das getoucht. Sehr gut. Okay, also ich will noch den letzten Aspekt. Und wann sagt man Atove Ametiv? Bei welchen Sachen? Wenn du kannst dir helfen und auch andere. Wenn du irgendwas bekommst und du kannst auch damit andere helfen. Sehr gut, Schkoyach.